Azumarill ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Fee, jedoch vor der Veröffentlichung der 6. Spielgeneration besaß es ausschließlich den Typen Wasser. Es existiert seit der 2. Spielgeneration und entwickelt sich aus Marill, welches sich wiederum aus Azurill entwickeln kann. Azumarill ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das blau, weiß, rot und schwarz auftritt. Etwa 2/3 des Körpers sind blau gefärbt und mit weißen Punkten bemustert. Durch eine wellige Linie ist der untere weiße Teil des Torsos vom oberen getrennt. Ohren, Arme, Füße und die Perle am Schwanzende sind auch blauer Farbe. Das Innere der Ohren färbt sich rot und der Schwanz ist schwarz. Und dabei ist der gesamte Körper des Pokémon von ovaler Gestalt. Oben wachsen die beiden sehr langen Ohren, wobei eines der Ohren einen leichten Knick hat. Das Gesicht besteht aus den beiden schwarzen Augen, der sehr kleinen Nase und dem Mund. Azumarill besitzt verhältnismäßig lange Arme und auch dementsprechende Füße. Der dünne Schwanz fällt durch seine Zickzackform auf und am Ende befinden sich an diesem Schwanz eine runde Kugel. In der Shiny-Form ist Azumarill an den blauen Körperregionen gold-gelb gefärbt. Die Spezialfähigkeit von Azumarill, Marill und Azumarill, Kraftkoloss, verdoppelt den Angriffswert des Pokémon während eines Kampfes. Azumarills Fähigkeit Speckschicht halbiert den Basisschaden von Eis- und Feuerattacken und die versteckte Fähigkeit Azumarills ist Vegetarier, die Pflanzenattacken absorbiert und den Angriff des Pokémon steigert. Das Pokémon erlernt viele spezielle als auch Statusattacken seines Wassertyps. Zu den speziellen gehören unter anderem Aquaknarre, Blubstrahl und Hydropumpe. Zu den Statusattacken zählen beispielsweise Wasserring und Regentanz. Attacken seines Zweityps Fee sind per Levelaufstieg ausschließlich Charm und Knuddler vorhanden. Per TM sind aber noch Diebeskuss und Nebelfeld erlernbar sowie Nebelexplosion per Attackenlehrer. Außerdem sind vereinzelte Attacken anderer Typen in Azumarills Repertoire wie Walzer, Sprungfeder oder Kraftkoloss. Nennenswerte Attacken sind zudem Blizzard, Eisenschweif oder Seer, die per TM erlernbar sind. Azumarill findet man in allen bisher bekannten Regionen außer der Kantrogenen hauptsächlich an Gewässern, aber auch Sümpfen oder Forstgebieten. In freier Wildbahn ist es jedoch eher selten anzutreffen. Azumarill ist der 3. Teil einer 3-stufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Marill, welches sich selbst aus Azurill weiterentwickelt. Azurill gilt hierbei als Baby-Pokémon. Um einen Azurill zu züchten, muss seine Weiterentwicklung Marill, welches in die Pension gegeben wird, das Item Seerauch tragen. Der blau-rundliche Körper mit weißen Farbelementen und der dünne, gezackte Schwanz mit dickem, runden Schwanzende, welches die Hauptcharakteristika von Azumarill darstellen, waren bereits in den 2 vorherigen Entwicklungsstufen enthalten. Mit jeder Entwicklung wird der Körper größer und das Schwanzende kleiner. Auch wird der weiße Anteil des Körpers mit jeder Entwicklung größer und auffällig ist ebenfalls, dass Azurill und Marill runde Ohren haben, während die Endentwicklung Azumarill längliche, hasenähnliche Ohren hat. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Azurill zu Marill durch einen Levelaufstieg mit hoher Freundschaft ausgelöst und die Entwicklung von Azumarill wiederum wird durch das Erreichen von Level 18 ausgelöst. Von Generation 2 bis 5, wo es ausschließlich den Typen Wasser besaß, nimmt es halben Schaden gegen Wasser-, Stahl-, Feuer- und Eisattacken. Es sei denn, es hat die Fähigkeit Speckschicht, dann nimmt es nur Viertelschaden gegen Feuer- und Eisattacken. Doppelten Schaden machen Elektro- und Pflanzenattacken, es sei denn, es hat die Fähigkeit Vegetarier, dann wird es immun gegen Pflanzenattacken. Der Rest macht normalen Schaden. Ab der 6. Generation bekommt er noch den Feentyp hinzu, dort ist es immun gegen Drachenattacken, nimmt halben Schaden gegen Wasser-, Kampf-, Käfer-, Unlicht-, Feuer- und Eisattacken, es sei denn, auch hier es hat die Fähigkeit Speckschicht, dann nimmt es nur noch Viertelschaden gegen Feuer- und Eisattacken, doppelten Schaden nimmt es gegen Elektro-, Gift- und Pflanzenattacken, auch hier hat es die Fähigkeit Vegetarier, wird es immun gegen Pflanzenattacken und restliche Typen machen eben normalen Schaden.